Fall läuft anders. Man kommt nicht stückchenweise dem Täter immer näher und der Kreis schließt sich immer enger um ihn, sondern man hat einen sicheren Schuss und dann stellt sich heraus, war eben doch nicht. Ein weiterer, das passiert zweimal, dreimal vielleicht sogar. Und es ist diese Verzweiflung, anzurennen gegen eine nicht aufzuklärende, so scheint es jedenfalls, nicht aufzuklärende Tat. Es ist eine Tat, die aus dem Nichts kommt, völlig sinnlos ist und ohne Vorgeschichte. Bei Leitmayr ist das Problem, dass er diesmal die Leitung der Mordkommission übernimmt und in besonderer Weise sich verantwortlich fühlt, den zur Strecke zu bringen. Und obwohl es so Zwischenergebnisse gibt, vielversprechende, gelingt es nicht, diesen Täter zu finden und seiner habhaft zu werden. Dass er die Sokoleitung kriegt, ergibt natürlich auch Konfliktstoff. Zwischen uns. Genau. Wenn es keinen Bezug zum Opfer gibt vom Täter, ist die Motivlage unglaublich schwierig, weil man nicht weiß, worum es geht. Eigentlich ist die richtige Beschreibung schon, das ist unser Geschäft und wir versuchen es so gut wie möglich zu machen. Wir beschäftigen uns insofern mit den Themen, als dass wir natürlich am Sonntagabend eine gute, spannende Krimi-Geschichte daraus erzählen wollen. Wir versuchen, das persönliche Schicksal wieder uns näher zu bringen, sozusagen. Aber wir müssen uns auch schützen. Wenn man arbeitet, wirfst du dich rein in die Sache und dann nimmst du dich wieder raus. Wir haben es mit ernsten Themen zu tun. Deswegen muss man jetzt nicht Trübsinn blasen die ganze Zeit und vor allem Trübsinn nicht mit Tiefsinn verwechseln. Aber das sind normale Männer, die machen ihre Arbeit, aber die lassen sich solche Geschmacklosigkeiten nicht zu Schulden kommen, wie eben die berühmte Wurstsemmel beim aufgeschnittenen Obduktionsobjekt. Ja? Das geht einfach nicht. Man hat es mit Toten zu tun und das muss respektiert werden. Das heißt, auch wenn viele Krimis gedreht werden, auch sehr geguckt werden, ein Toter bleibt ein Toter und ein Drama für mindestens einen großen Bekanntenkreis des Toten. Wir haben es eigentlich immer versucht, Menschen zu zeigen und nicht irgendwelche Actionhelden. Es ist sehr anstrengend, glaube ich, immer cool zu sein.